In Feldbach lud die Stadtgemeinde zum großen Neujahrsempfang. Unter dem Motto „Das neue Jahrzehnt mutig, zukunftsfähig gestalten“ begrüßte man die Gäste aus Stadt und Bezirk im Zentrum. Vor den Augen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer präsentierte Bürgermeister Josef Ober sowohl einen Ausblick in die Zukunft als auch einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Naja, die große Herausforderung, die auf uns zugekommen ist, war die Fusion der 7 Gemeinden auf eine neue Stadt Feldbach. Nach der heutigen Bilanz und, glaube ich, was hier gezeigt wurde, haben wir das sehr verantwortungsvoll gemacht. Unter Rücksichtnahme auf die einzelnen Gemeinden und deren Gegebenheit und deren Bürger. Und ich bin sehr stolz, dass wir sagen können, dass wir heute mit der neuen Stadt Feldbach gut aufgestellt sind, die Bürger sich in dieser neuen Identität wohlfühlen und wir die Stadt auch neu positioniert haben in vielen neuen Bereichen, sie modern verwalten und was für mich ganz wichtig ist, dass wir vor allem sie sicher gestalten und vor allem auch zukunftsfähig. Vor 5 Jahren wurde nach der Gemeindestrukturreform aus 7 Gemeinden eine Stadtgemeinde Feldbach. Um diese Zusammenführung bestmöglich zu bewerkstelligen, hat man in den letzten Jahren einen großen Aufwand betrieben. Es wurde auch teilweise eingespart. Das ist auch das, was sich die Reformer vorgestellt haben und was sich die Bevölkerung erwartet hat. Aber wir haben sehr viel in die Qualität der Arbeit investieren können und wir mussten eine ganze Reihe von neuen Aufgaben bewältigen, die die klassischen Gemeinden bis jetzt nicht durchgeführt haben, beziehungsweise die 7 Gemeinden vorher. Wir waren Grundversorger. Jetzt sind viele Punkte dazugekommen. Wir nennen uns ja selbst jetzt Stadt der Wirtschaft, des Einkaufens, der Gesundheit, der Bildung, der Kultur. Wir sind Kinder-, Jugend- und familienfreundlich und wir stellen uns ein Miteinander in Vielfalt vor. Auf Seiten des Landes sieht man die Entwicklung der Gemeinden auf einem guten Weg. Eine vorbildliche Fusion ist hier in Feldbach mit 7 ehemaligen Gemeinden, die alle ihre Rolle spielen, die alle mit dabei sind, die sich alle identifizieren können in den Ortsteilen. Und wenn ich mir anschaue, was Sepp Ober mit seinem Team hier zustande gebracht hat, als Wirtschaftsstandort, Sportstandort, Schulstandort, Wohlfühlstandort, als ein Standort für die Kleinen und die Großen, dann muss man wirklich sagen, das ist ganz großartig. Und er hat auch die entsprechende Vision, diese Gemeinde in eine gute Zukunft, in eine sehr gute Zukunft zu führen. Das wünsche ich ihm, das wünsche ich uns. Und damit hängt ja auch das Wohlergehen der Bevölkerung zusammen. Abschließend wurde beim Neujahrsempfang ein Blick in die Zukunft geworfen und damit auch auf zukünftige Projekte und Herausforderungen. Wir bauen 4 neue Brunnen, wir sanieren unser Wasser- und Kanalsystem und machen es zukunftsfit, organisieren es neu. Wir haben ein Raab-Memorandum geschrieben, wo wir diesen Lebensraum Raabtal in den nächsten 20 Jahren zukunftsfähig gestalten wollen. Wir beschäftigen uns mit wesentlichen Klimafragen, die die Stadt selbst auch beantworten kann. Und wir beschäftigen uns vor allem mit einem Start-up-Center, wo die Menschen, junge Menschen, ja auch kreativ in einem gemeinsamen Prozess wirtschaften können. Und all diese Entwicklungen brauchen auch einen starken Partner. Und das ist mit unserem Landeshauptmann, dem Land Steiermark, gegeben. Das neue Jahrzehnt mutig, zukunftsfähig gestalten. Das möchte man in Feldbach gemeinsam umsetzen.